Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Mod-Vorstellung hier auf diesem Kanal. Für die Leute, die es auf Mod-Toster sehen, herzlich willkommen auf dem Kanal von Neros Gaming Zone. Heute stelle ich euch vor, wie ihr schon seht, den MAN TGS 41578 8 Agrar. Das gute Stück hat 570 PS, kostet uns täglich 525 Euro. Wir können den für 1116 Euro die Stunde mieten, was ich schon relativ viel finde. Und ja, wir gucken uns das an. Ich habe das Teil noch nicht gesehen und nicht getestet. Und das werde ich immer so machen. Wir nehmen das ganze Stück mal in Weiß. Und das ist die Standardfarbe. So, Kauf beim Händler. Wir sind auf der Westbridge. Oh, die haben wir noch nicht verkauft. Halleluja, was ist das denn für ein Klons? Nicht schlechter Specht. Erstmal reingucken. Linker zeigt er an. Ja, ne? Kann man mal drüber reden. So, wir gucken mal F1, was wir alles dann haben. Wir haben einmal F. Okay, das Licht machen wir dann nachher. Gut. Ach cool, ist das immerhin Zeichen hinten drauf? Oh, jetzt hat er den Licht an. Nein, ist ja geil. Also, dann haben wir einmal Keep it 7. Oh. Oh, ja. 9, 7, so, Tür zu. Keep it 0, Fenster links. Ja. Keep it 8, Fenster rechts. Seht ihr das? Perfekt, die gehen alle runter. So, dann haben wir Fronthydraulikklappen. Keep it 4. Man kann der Fronthydraulik ran. Sekunde. Ja, Fronthydraulik an abbauen. Dann werden wieder so gute Stück mal abbauen. Also ich muss mich hier gerade ein bisschen ins Mikro lehnen. Jetzt muss es gehen. Oh, lol. Wahrscheinlich geht das. Hier? Ja, jetzt können wir da vorne mal hin oder was? So, dann haben wir als nächstes wahrscheinlich drin noch ein Notebook. Ja, wir haben mal ein 7. Taste 7. Okay, mit dem Giant Editor, wo der gerade der LKW anscheinend designt wird. Zu brauchen wir gerade nicht. Auf Taste Z. Nee. Das ist ja geil. Wir können einfach hinten da was. Okay. Oh, da, ich sehe gerade auch da unten den Innenraum. Der hat da noch so ganz viele Sachen. Das ist cool, ganz viele Sachen. So, wir werden das gute Stück mal einschalten. Oh, die Tür ist noch auf. Ist zu? Machen wir mal das Fensterchen runter. Oh, ich feiere das jetzt gerade. Gut, er hat schon mal keinen Standard-Sound. Das muss ich ihm ja mal lassen. So, machen wir mal runterleuchten an. Ja. Reifen. Sieht realistisch aus. Hört sich auf jeden Fall keine Frage ist. Bleiben die an? Nein, schade. Genau, ich baue die mal wieder ab hier. Warte, da sind auch noch Blinker. Wenn die diese kleinen, also so eine Flackerteile wieder unterbleche. Ja. Wahrscheinlich. Also wir fahren jetzt erstmal kurz ein kurzes Stück. 61 km/h soll das gute Stück schaffen, steht da unten am Tempomat. Der rollt noch sehr gut aus, muss ich mal gestehen. Wenn ich jetzt hier voll drauf trete. 130 Liter. Vor 8 Motor. Das passt. Ich gehe zum Gas, ich gebe kein Gas mehr. Ja, perfekt. Jetzt fertig, schön realistisch. Kann ich mich dran gewöhnen. So, wir werden nochmal schnell den Standardauflieger kaufen. So, dann drehen wir mal kurz um. Was macht der Berg hoch? Allrad und so. Allrad vom Drive Control Mod funktioniert nicht. Ja, das sollte ich mal anmelden. Anmelden, sondern schon anmerken. Wir werden jetzt mal. Oh, das ist aber schon cool. Der Blinker geht übrigens nicht vom LKW aus selber aus, sondern ich habe einen Mod drin. Ja. Ja, gut. Warte mal, wir wollen doch. Mal sehen. Wie gut kann ich denn mit der Arbeitskamera arbeiten? Ja, ein bisschen buggy ist er, wenn man schnell fährt, okay. Ja, oh. Oh, die geht automatisch aus. Genial. Was auch immer Trailer ist, das den hatte ich noch drin, den wollte ich mal testen, das habe ich bis jetzt nicht geschafft. Wollen wir mal gucken. Ich werde jetzt einen Eimer mit Korn vollladen. Und dann mal sehen, wie das Ganze ist. Warte. Und euch dann. Wo ist aus? An?
Wenn die jetzt einmal voll tanken mit irgendwas so Z, können wir jetzt unseren Anhänger beobachten. Es geht nicht, muss ich sagen. Ah, was hat's? Okay. Ist auch gut gemacht, muss ich sagen. Ja, unten die Anzeige ist ein bisschen buggy. Muss ich mal sagen. So, fahren wir immer langsam drunter. Das Tacho passt leider auch nicht. Hätte mich persönlich ein bisschen gefreut. Aber stehe nicht so drunter. Doch, eigentlich schon, ne? Ja. Kann ich nicht einladen hier? Hä? Oh, gut, der Trailer ist es dann. Nee. Aus, gut. Frage mich gerade, warum wir hier kein Kornanlager mitnehmen können. Er will nicht, oder was ich da. Das ist jetzt doof. Das hätte ich vielleicht vorher ausprobieren sollen, aber wie gesagt, das ist meine erste Motorstellung. Oh, da war was. Sekunde. Ha! Hier vorne ist. Wo ist denn dieser Trigger? Maximales Tempo, mehr fahre ich gerade nicht. Kann ich die Befüllung starten? Mal Weizen. Also ich stelle gerade fest, dass hier noch, dass das noch ein bisschen buggy ist, weil ich jetzt vorfahre. Richte das ab. Oder ist leer? Ne, 17.000 stand da. Also, das hoffe ich noch zu verbessern. Es kann auch sein, dass es bei mir irgendwo an der Mod liegt. Also wie gesagt, ich hoffe, dass das noch verbessert wird, falls es am LKW liegen sollte. Wir gucken mal in die Lok. Nein, also liegt nicht am Lok. Der LKW funktioniert. Das liegt dann wohl an irgendwelchen anderen Mods, die hier Mist bauen. Will ich den LKW gar nicht beschuldigen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ach nee, Quatsch. So viel zu früh. Ich wollte das Licht noch zeigen. Halt an. Koppel ab. Ich habe ja auch Real Knights drin. Da gucken wir nochmal, was er kann. So. Einmal nachts machen. Buff. Licht ist dunkel. Also einmal. Okay, ja, ne? Gibt's schlimmer. So, das ist Tagfahrlicht. So, haben wir vorne Licht an, haben wir hinten ein Licht an. Oh. Also, ich muss ganz ehrlich gestehen. Für einen Real Night Mod. Der macht ja nur alles komplett dunkel. Warte, sieht man die Blinker noch? Perfekt. Also ich muss ehrlich gestehen. Ich meine, gut, man sieht die Tachonadel da unten nur noch ganz schwach. Wenn die noch beleuchtet wäre, wäre es einsame Spitze. Aber so ansonsten habe ich an dem LKW an sich nichts auszusetzen. Er funktioniert. Er tut seine Arbeit. Er hört sich kernig an, Hupe. Ja, gut, ne? Hatten wir. Geht besser. Ich denke, wenn der Modder den Rest vom LKW so hinkriegt, würde er das auch besser hinkriegen. Fahren wir mal runter auf den Hof jetzt. Und auf dem Hof werde ich dann diese Mod-Vorstellung beenden. Wir haben letztendlich immerhin auch schon knappe 10 Minuten wieder. Das ist ja der helle Wahnsinn, dass gleich diese Mod-Vorstellung so lange dauert. Also Leute, wenn euch solch eine Mod-Vorstellung gefällt, ja, ich mache jetzt hier gerade mal den Screenshot noch. Wie war denn das hier so? Oh, mache ich lieber ein bisschen Tag noch. Na komm. Ja. Nicht wundern, das laggt immer bei mir ein bisschen tagsüber. Oder nachtsüber, wenn ich da so gucke. Ja, das ist schon besser. So. Und dann habe ich einfach nur schwarz gemacht. Nee, das wollte ich nicht. So. Leute, ich mache jetzt hier einen Screenshot auf Druck. Ich kann euch nur eins sagen. Mir gefällt der LKW, er fährt sich gut, er rollt aus, was ich persönlich sehr gut finde. Wenn euch sowas gefällt, schaut auf jeden Fall nochmal die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und ganz wichtig noch zu sagen, allgemein wird bei mir LS gespielt. Ja? Es kommt aber auch in Minecraft, für die Leute, die kein Minecraft mögen, kann ich nichts für. Ich spiele das, was ich will. Oder beziehungsweise, was die Community unbedingt möchte.
Leute, das ist der LKW. Mir gefällt er gut. Ich hoffe euch auch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch was nicht gefällt, schreibt mir auf YouTube in die Kommentare, wie ich es besser machen kann und beziehungsweise was euch nicht gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn euch auch die anderen Videos gefallen, auch bitte ein Abo. Dann lasst euch gut gehen. Viel Spaß mit dem Mod und tschüss.